بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله des Allerbarmers, des Barmherzigen, Allahs Segen heilt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alles Hoch gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Ihn bitten wir um Hilfe und ihn bitten wir um Vergebung. Denjenigen, den Allah subhanahu wa ta'ala in die Recht leitet, der ist recht geleitet. Und derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala in die Irre leitet, der ist irre geleitet. Derjenige, der dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehorcht, er ist recht geleitet. Und derjenige, der ihm zuwiderhandelt, der schadet sich nur selbst und schadet Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt nicht. Liebe Geschwister, wir sind jetzt beim Kapitel. Nachdem wir geredet haben über die Zakat, über die Vierfüßler und den Vieh, danach haben wir geredet über die Zakat von den landwirtschaftlichen Erträgen, danach haben wir geredet über vom Zakat über Gold und Silber, danach haben wir geredet über Zakat über die Ware, und hiernach haben wir geredet über Zakatul Fitr, der Zakat, das zur Pflicht wird nach Ramadan. Und weil die Fuqaha, Allah soll Barmherzigkeit auf ihnen allen, sich überlegt haben, welche Reihenfolge sie, oder sich eine logische Reihenfolge in dem Fiqh überlegt haben, kommt jetzt die Art und Weise, wie man Zakat hergibt. Und danach folgt dann beim nächsten Mal, inshallah, das Kapitel über wem Zakat gegeben werden darf. Da werden die 8 Kategorien von Menschen genannt, denen man Zakat geben darf. Und danach gibt es noch die freiwillige Sadaqa, weil es auch ein Teil, weil es auch eine Art Zakat ist. Und dann ist das Kapitel über Zakat beendet. Also heute geht es über die Art und Weise des Herausgebens der Zakat. Babun fi ikhraji zakat. Und noch einmal zur Erinnerung, unter Übereinkunft der Gelehrten ist natürlich Zakat unter den bekannten Voraussetzungen Pflicht. Und es ist ein Bestandteil der Religion, und wir alle wissen, dass es eine der 5 Säulen des Islam ist. Deswegen, unter Übereinkunft der Gelehrten, wer die Pflicht des Zakat leugnet, ist kein Muslim. Wer die Pflicht des Zakat leugnet, ist kein Muslim. Anders als eine Person, die die Pflicht anerkennt, allerdings die Zakat nicht hergibt. Denn Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu ardah, es ist bekannt, dass er einen Kampf geführt hat, nachdem er der erste Khalifa geworden ist. Und zwar hat er diejenigen Menschen bekämpft, die entweder abtrünnig geworden sind, oder diejenigen Menschen bekämpft, die sich geweigert haben, Zakat zu bezahlen. Und deswegen hat Abu Bakr radiallahu anhu sie bekämpft. Und wir haben am Anfang des Kapitels Zakat erwähnt. Es gibt 2 Ansichten unter den Ulama. Manche von ihm haben gesagt, dass er sie bekämpft hat, weil sie es geleugnet haben, weil sie die Pflicht geleugnet haben. Und die anderen haben gesagt, nein, einfach nur, weil sie das Recht der armen Menschen ihnen nicht gegeben, weil sie das Recht der armen Menschen nicht hergegeben haben. Wie dem auch sei, diejenigen, die sich geweigert haben, Zakat zu bezahlen, haben sich auf einen Vers aus dem Koran gestützt, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. Das heißt, nimm von ihrem Besitz oder von ihrem Vermögen eine Sadaqa. Und der Befehl richtet sich offensichtlich an wen? An den Propheten sallallahu alaihi wasallam. So haben sie gesagt, nachdem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gestorben war, brauchen wir keinen Zakat mehr zu entrichten, weil die Person, der es angeordnet worden ist, Zakat einzunehmen, ist gestorben. Und Abu Bakr al-Anu ist nicht angesprochen, diesen Vers. Allerdings haben sie da der Übereinkunft der Sahaba, Allahs Wohlgefallen auf ihnen allen, widersprochen, und Abu Bakr al-Anu hat sie bekämpft. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in einem Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu den Menschen gedroht, die Zakat nicht entrichten. Und er hat gesagt, ma min sahibi kanzin la yuaddi haqqahu. Das heißt, jede Person, die ein Vermögen besitzt, ein Schatz besitzt, gemeint ist irgendein Vermögen besitzt und dessen Recht nicht hergibt, also das Zakat, illa ja'alahu Allahu yawm al-qiyamah yuhma 'alayha fi nari jahannam. Das heißt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung diesen Schatz in der Hölle erhitzen. Fatukwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa dhahruhu. Dann wird dadurch seine Stirn und seine Seite und sein Rücken gebrandmarkt, hatta yaqdi Allahu bis Allah subhanahu wa ta'ala sein Urteil gefällt hat oder bis Allah gerichtet hat.
Und dann sagt Allah, hatta yaqdi Allahu bayna ibadi, das heißt, bis Allah subhanahu wa ta'ala zwischen seinen Dienern gerichtet hat. An einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre sind. Fi yawmin kana miqdaru 50.000 sana. Mimma ta'udun, von der Art, die ihr zählt. Das heißt, von eurer Art von Jahren. 50.000 Jahre eurer Art. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nachdem er diese 50.000 Jahre lang bestraft wird am Tag der Auferstehung, thumma yara sabilahu imma ila al-jannah wa imma ila al-nar. Dann wird er sehen, ob sein Weg in die Hölle führt oder ob sein Weg in das Paradies dann führt oder in die Hölle. Und der Hadith ist bei Al-Bukhari, Muslim und bei Abu Dawud. Und zu den wichtigsten Gesetzen oder den Regelungen über Zakat gilt, dass man Kenntnis darüber hat, wie man Zakat hergibt. Und damit es auch zu denjenigen Menschen gelangt, die es verdienen und damit man seine Pflicht Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber erfüllt hat. Und liebe Geschwister, die erste Sache ist, dass Zakat Pflicht ist und dass man es so früh wie möglich hergeben soll. Dass man es so früh wie möglich hergeben soll. Und eine Person, die die Pflicht der Zakat vernachlässigt, so wird sie von Allah subhanahu wa ta'ala oder vom Propheten, wie wir gesagt haben, wurde sie gedroht oder wurde ihr gedroht. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Er sagte in Surat al-Tawbah, Vers 77, so setzte er als Folge davon in ihre Herzen Heuchelei bis zum Tag, an dem sie ihm begegnen werden. Dafür, dass sie gegenüber Allah brachen, was sie ihm versprochen hatten und dass sie zu lügen pflegten. Dieser Vers habe ich angeführt als Belege dafür, dass die Taten, die wir begehen, wenn wir eine Sünde begehen und unseren Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala brechen, dann kann es dazu führen, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen deswegen aufgrund dieser Taten bestrafen wird oder die Herzen versiegen wird. Und deswegen sei man gewarnt davor, die Pflichten Allah subhanahu wa ta'ala zu unterlassen. Und dieser Vers ist allgemein. Und so, der gläubige Mensch, wenn er so einen Vers liest, dann fürchtet er sich davor, dass ihm das geschieht, was diesen Menschen geschehen ist, die er hier in diesem Koran erwähnt hat oder diesen Vers erwähnt hat. Und der Beleg dafür, dass man Zakat so früh wie möglich hergeben muss, das heißt, sobald es Pflicht ist, gibt man es her, sobald man die Möglichkeit dazu hat, ist die allgemeine Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wa'atu zakah, und entrichtet die Zakat. Und die allgemeine Aufforderung dazu, Zakat zu entrichten, beinhaltet, dass man es sobald wie möglich tut, denn deswegen befiehlt man es ja auch. Und Aisha radiallahu anha wa ardaha hat überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ma khalatati zakatu malin illa ahlakatah. Das heißt, jedes Mal, wenn Zakat mit irgendeinem Vermögen vermischt wird, also das heißt, man hätte Zakat zahlen müssen, mir gibt es nicht her, und es wird vermischt mit Zakat, dann wird es dieses Vermögen vernichten. Allerdings ist dieser Hadith schwach eingestuft worden und ist überliefert worden bei Imam Shafi'i in seinem Musnad und bei Imam Bukhari in seinem Tariq, in seinem Geschichtsbuch. Also nicht in seinem Sahih-Werk, sondern in einem anderen Werk, das er geschrieben hat. Und ein weiterer Grund dafür, dass man die Zakat so früh wie möglich hergeben soll, ist, weil einfach der arme Mensch bedürftig ist und die Zakat braucht. Und wenn man es hinauszögert, dann schadet man ihm. Und man hat somit seine Pflicht Allah subhanahu wa ta'ala so früh wie möglich erfüllt. Und es führt dazu, dass man seine eigene Seele von Geiz reinigt. Und es, das Wichtigste, es stellt den Herrn zufrieden. Und aufgrund dieser vielen Bedeutungen sollte man, oder ist es Pflicht, dass man Zakat so früh wie möglich hergibt. Und man darf es nur aufgrund irgendeiner Notwendigkeit oder einem guten Grund es hinauszögern. Wie zum Beispiel, wenn man weiß, dass wenn man warten würde etwas, dann würde man auf Personen treffen, die noch mehr bedürftig sind als die Personen, denen man es jetzt geben könnte. Oder weil man sein Vermögen gerade nicht parat hat oder wegen anderen ähnlichen Gründen. Und was auch darauf hinweist, wie wichtig die Zakat ist, ist, dass wenn man der Rechtsspruch im Islam über jemanden, der Zakat nicht zahlen möchte, ist, dass es von ihm mit Gewalt genommen wird. Plus die Hälfte seines Vermögens hinzu. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith bei Abu Dawud, Hadith ist Hassan, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا أَخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ. Und wer sie sich verweigert zu zahlen, dann nehmen wir es von ihm und auch die Hälfte seines Vermögens. Und
Es gibt eine Angelegenheit, für wen ist Zakat eigentlich Pflicht oder nicht Pflicht? Wir haben gesagt, dass die richtigere Ansicht ist, dass Zakat Pflicht ist für oder in Bezug auf das Vermögen eines jeden Muslim. Sei er ein Kleinkind, sei er ein so ein Waisenkind, sei er ein jemand, der nicht im vollen Besitze seiner geistigen Kräfte ist. Warum erwähnt man das extra? Weil eine Person, die nicht im Besitze der geistigen Kräfte ist, dann normalerweise sie braucht nicht beten. Also was heißt normalerweise? Sie braucht nicht beten. Sie ist gar nicht angesprochen zu beten. Sie braucht kein Hajj, sie braucht gar keinen Gottesdienst zu verrichten. Allerdings das Vermögen oder Zakat hängt nicht von der Person selbst ab, sondern hängt ab vom Vermögen, das vorhanden ist und den Nisab, diesen Mindestwert erreicht hat, für den man Zakat zahlen muss, den wir schon erwähnt haben in den verschiedenen Kategorien. Und die Mehrheit hat eben gesagt, dass die Zakat Pflicht ist in Bezug auf die Waisenkinder und in Bezug auf Kleinkinder. Und Imam Abu Hanifa rahimahullah, er war der Meinung, dass es nur eben Pflicht ist für jemanden, der dann auch volljährig ist, weil er auch erst angesprochen ist. Und die Mehrheit stützt sich auf die Aussage von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu radha, wo er gesagt hat, ibtaghu fi amwali al-yatama la ta'kulaha as-sadaqah. Das heißt, wir sollen mit dem Vermögen der weisen Kinder handeln, damit die Sadaqa es nicht auffrisst. Damit die Zakah, Sadaqa ist ein anderes Wort manchmal für Zakah. Ja, Sadaqa kann die allgemeine Zakah sein, Entschuldigung, Sadaqa kann die allgemeine Art von Spenden sein und Sadaqa kann ebenso sein, weil ich muss sagen, und Sadaqa kann ebenso Zakat damit gemeint sein, wie in dem First, den wir erwähnt haben. Chuz min amwalihim Sadaqa. Nimm von ihren Vermögen eine Sadaqa. Insofern ist es Pflicht für die, auch in Bezug auf das Geld von Kleinkindern. Und wenn wir, liebe Geschwister, als Hinweis, wenn wir erwähnen vier Rechtsschulen, vier bekannte Madahib und sagen, das sind die Madahib von Ahl Sunnah und Jama'a, dann wissen wir zum Beispiel, dass Imam Abu Hanifa rahimahullah war der erste von ihnen, geboren im Jahr 80 und der letzte von ihnen, Imam Ahmad, rahimahullah, im Jahr 241 ist er gestorben. Und warum sind sie bekannt geworden? Bekannt geworden sind sie natürlich aufgrund ihres Wissens, aufgrund ihrer Gottesfurcht und ihrer Ikhlas, inshallah, und vielen Gründen. Aber besonders sind sie deswegen bekannt geworden und ihre Rechtsschulen bis heute noch vertreten, weil sie Schüler gehabt haben, die ihr Wissen aufgeschrieben haben, geordnet haben, weitergegeben haben. Und das ist bei den anderen Gelehrten eben, bei vielen anderen Gelehrten nicht der Fall gewesen. Man findet bei vielen anderen Ulama, Fuqaha, aus der Geschichte große Ulama, findet man nicht ihr Wissen so geordnet, nach Kapiteln geordnet wie im Fiqh, wie bei diesen vier großen Imamen. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch andere Fuqaha gegeben hat, zu der damaligen Zeit und auch vorher, die so Wissen hatten wie sie. Oder dann vorher oder nachher oder zu ihrer gleichen Zeit. Vielmehr gab es das. Es gab auch andere Ulama, die im Fiqh genauso anerkannt waren unter den Ulama wie diese vier Imame. Und unter ihnen zum Beispiel Imam al-Auza'i, rahimahullah, in Asch-Scham, die Gegend von Damaskus. Und er war ein Imam, er war ein Faqih. Also Imam, diesen Titel, den gibt man, wenn er eine große Persönlichkeit war. Er war ein Faqih, er war ein Muhaddith, also ein Hadith-Gelehrter. Dann Al-Layth ibn Sa'd. Al-Layth ibn Sa'd in Ägypten, er war auch ein Faqih, ein Muhaddith, und Sufyan al-Thawri in Al-Kufa und Ishaq ibn Rahuya in Maru und Sufyan ibn Uyayna in Mekka. Ja. Das waren große Gelehrte, die auf dem Gebiet des Fiqh, gerade auf dem Gebiet des Fiqh, sehr, sehr bekannt geworden sind. Nicht zu vergessen überhaupt allgemein die sieben Fuqaha. Allgemein die sieben Fuqaha aus Medina. Manchmal im Fiqh, zum Beispiel, als wir geredet haben über ist Zakat Pflicht in Bezug auf die Ware. Und die Ware, da haben wir gesagt, das ist die Ansicht der vier Gelehrten und der sieben Fuqaha von Medina. Es gibt bestimmte sieben Fuqaha, die bekannt geworden sind. Und die nennt man die sieben Fuqaha. Ja? Das waren große Ulama, doch, und deswegen findet man auch damals, wenn sie erwähnt haben, dass die Ansicht von Imam so und so ist, diese Ansicht, und dann erwähnen sie einen anderen Imam, erwähnen sie unter anderem diese Imam und andere. Also es war nicht so bei den Fuqaha damals, dass sie irgendwie nur sich gekümmert haben um vier. Nein. Aber diese hatten besonders die hatten den Segen von Allah subhanahu wa ta'ala erhalten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Schüler
gegeben hat, die ihr Wissen geordnet haben, aufgeschrieben haben. Und deswegen findet man auch teilweise innerhalb einer Rechtsschule mehr als eine Ansicht, weil ihr Imam hat mehr als eine Ansicht vertreten. Am Anfang seines Lebens eine Ansicht gehabt, manchmal eine zweite, manchmal eine dritte. Ja. Und das gibt, also würde ich nur sagen, es gibt andere große Gelehrte damals, die es gegeben hat, nicht nur diese vier. Allein schon diese vier haben ja auch Lehrer gehabt, ja. Die haben sie auch von anderen Leuten gelernt. Und weil ich habe das erwähnt, weil einmal habe ich mit einer Person geredet und die hat zu mir etwas gesagt, was ich vorher noch nie gehört hatte. Die hat zu mir gesagt, dass, also sie glaubt, dass nur diese vier Leute, diese vier Imame haben etwas bekommen, das nennt man Ilm Ladunni. Also irgendwie so weltliches Wissen. Oder Wissen, was herabgesandt worden ist, oder irgend so etwas. Ja? Und nur diese vier haben das Recht zu sprechen oder Fatwa zu geben oder im Fiqh tätig zu sein. Das ist natürlich widerspricht, was die Gelehrten selbst gesagt haben. Weil angefangen ab Imam al-Shafi'i, er hat Usul al-Fiqh geschrieben, die Grundsätze des Fiqh. Warum schreibt er Grundsätze des Fiqh, wenn keiner sie anwenden darf nach ihm? Außer vielleicht Imam Ahmed. Also es macht keinen Sinn. Ja? Diese Grundsätze des Fiqh hat man geschrieben, damit die Fuqaha danach sich handeln. Und nicht damit die Leute sagen, wir handeln nur nach vier Leuten. Nein. Diese vier haben selbst nicht nach, die haben nach ihren eigenen Lehrern auch gehandelt. Aber diese vier sind bekannt geworden, wie ich gesagt habe. Und es ist überliefert über Imam Shafi'i, rahimahullah, dass er gesagt hat, kana al-Layth afqah min Malik. Das heißt, al-Layth ibn Sa'ad war im Fiqh bewandter als Imam Malik. Also hat mehr Fiqh als Imam Malik gehabt, war wissender im Fiqh als Imam Malik. Lakin dayya'ahu ashabahu, aber seine Freunde haben ihn im Stich gelassen. Walam yakul lahu ashabun yunshiruna madhhabah. Und er hatte keine Freunde gehabt, die seinen Madhhab verbreitet haben. Das ist die Aussage von Imam Shafi'i über Imam Malik, rahimahullah. Einer von den vier Imamen redet über einen anderen von den vier Imamen. Und das bezieht sich genauso auf andere Koran, auf andere religiöse Wissenschaften, wie zum Beispiel Tajweed. Stellt euch mal vor, man würde sagen, Tajweed darf man nur lernen von den Tabi'in oder von den Qurra, von der Zeit nach den Tabi'in oder irgendetwas. Das macht gar keinen Sinn, weil der Koran ist eine Sache, die weitergegeben wird, von Mund zu Mund. Und genauso der Fiqh wird auch von Mund zu Mund weitergegeben. Hadith genauso. Ja. Von Person zu Person wird das weitergegeben. Und es gibt in jeder Zeit Gelehrte, große Gelehrte, die die Religion Allahs vertreten, die man fragen kann und von denen man Antworten bekommt zu aktuellen Angelegenheiten. Ja, es gibt immer jederzeit, in jedem Ort, braucht man neue Fatawa, braucht man neue Fragen und Antworten. Ja. Und gäbe es nur Gelehrte damals, die anerkannt waren, dann wäre unsere Religion heute schon verloren. Dann wäre unsere Religion heute schon weg. Und das gibt es nicht. Das ist nur dazu, weil öfter erwähnt man die Ansicht der vier Gelehrten nur. Ja, das ist deswegen, weil das sind die bekanntesten geworden überhaupt. Das sind die bekanntesten geworden. Und die haben auch fast, nicht fast, also in einer bestimmten Periode gelebt. Allahs Barmherzigkeit auf ihnen allen und auf all anderen Fuqaha, die wir kennen und die wir nicht kennen. Insofern, gehen wir nochmal zurück. Das Zakat ist also Pflicht in Bezug auf das Kleinkind und in Bezug auf auch jemand, der nicht im Besitz seiner geistigen Kräfte ist. Und der Beleg dafür ist die allgemeinen Belege. Der Beleg dafür ist die allgemeinen Belege, die keinen Unterschied machen zwischen jemandem, der gesund ist und jemandem, der krank ist. Und Zakat ist eine Ibadah, ein Gottesdienst in Bezug auf Geld und nicht in Bezug auf den Körper. Und deswegen das Gebet, ich kann nicht für jemanden anderes beten. Ich kann nicht für jemand anderes beten. Außer Allahumma, in einem Fall, wenn man Hajj für jemand anderes macht, dann macht man zum Beispiel nach dem Tawaf, nach dem Umkreisen des Hauses, macht man zwei Rakat. Und diese zwei Rakat macht man auch für diese Person. Okay? Aber allgemein, ich kann nicht für jemand anderes beten. Fasten kann ich sehr wohl, weil es dafür Belege gibt. Aber Zakat geben, gibt man Zakat. Und zwar der Wali, der Verantwortliche für das Kleinkind, er ist angehalten, dass er die Zakat für dieses Kind hergibt. Dann des Weiteren, man darf Zakat nur hergeben mit einer Niyyah, mit einer Absicht. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, innamal a'malu bin niyyat, das heißt, die Taten sind gemäß der Absicht. Und jede Ibadah ohne Absicht ist keine Ibadah. Jede Absicht, jede Ibadah muss
mit einer Absicht. Die Absicht muss sein, dass man es für Allah subhanahu wa ta'ala getan hat. Und besonders bei Geld, wenn man Geld hergibt, ich muss wissen, warum ich das Geld gebe. Ist es eine Zakat oder ist es Sadaqa? Ich kann den gleichen Betrag hergeben, aber keine Absicht gehabt haben, Zakat zu geben, dann habe ich keinen Zakat gegeben. Dann muss ich Zakat nochmal geben. Ne? Also wenn ich einfach Geld gegeben habe und nachher dann sage, ach, ich habe ja schon gespendet, das geht nicht. Sondern beim Hergeben der Zakat muss man die Absicht haben, es für Zakat herzugeben und nicht als einfacher Sadaqa. Ne? Genau das gleiche gilt ja fürs Gebet ja auch. Ich kann ja nicht einfach zur Fajr-Zeit betet man ja zwei Rakat Sunnah und danach betet man zwei Pflicht Rakat. Ich kann nicht einfach zwei Sunnah-Gebete verrichten und nachher sagen, ich habe keine Zeit und ich habe ja schon mein Gebet verrichtet. Ich sage einfach, das eine gilt fürs andere. Das geht nicht. Und ich muss meine Absicht ja vorher gehabt haben. Na. Und am besten ist es, dass man Zakat selbst hergibt und nicht jemand anderes beauftragt. Das führt dazu nämlich, dass die Zakat auch sicher ankommt. Und es ist ein zusätzlicher Aufwand, zu den armen Menschen zu geben, es ihnen zu geben. Und dafür gibt es deswegen mehr Belohnung. Des Weiteren sieht man die Zustände der armen Menschen und man wird erfahren, dass der arme Mensch, für den man Zakat gegeben hat, für einen beten wird. Und das Gebet wird mit Ikhlas gewesen sein, und weil er will von dir gar nichts, inshallah, und freut sich für dich und bittet für dich, dass halt Allah deine Sünden dir vergibt und bittet für dich auch vielleicht ums Paradies. Und es führt die Herzen zusammen. Und das Dua wird inshallah erhört und man sieht auch, was der arme Mensch braucht und man sieht, wie gut es einem selbst geht. Denn immer wenn man auf jemanden schaut, der unter einem steht, weiß man in Wirklichkeit, wie gut es einem geht. Es sei denn, man befindet sich in einem islamischen Land und der Imam der Muslime sammelt die Zakat ein, wie es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Er hatte sogenannte Su'ah. Su'ah sind Leute, die Zakat eingesammelt haben von den verschiedenen Städten und Orten. Und wenn es solche Leute gibt in einem islamischen Land, dann ist man angehalten, natürlich dieser Person die Zakat zu geben. Denn es kann sein, dass der Imam der Muslime, der Khalifa oder was auch immer, dass der Imam der Muslime am besten weiß oder etwas mit dem Zakat anfangen möchte, bestimmten armen Menschen geben möchte und so weiter und so fort. Wenn er darin den Nutzen sieht, dann muss man es ihm geben und er ist dann dafür verantwortlich, es zu verteilen und an die bestimmten Personen zu geben, die es verdienen. Ja. Und es ist nach manchen Ulama mustahab, dass man beim Geben der Zakat Dua macht für die Person, der man es gibt, und dass die Person, die Zakat erhält, auch Dua macht für die Person, also Bittgebet macht für die Person, von der er es erhalten hat. Und sie schützen sich auf einen Hadith. Allerdings habe ich gesagt, mustahab, auch nur bei manchen. Warum? Weil der Hadith als nicht nur als Daif, sondern als Maudu' eingestuft worden ist. Also Maudu' ist sogar erfunden. Und man soll auf keinen Fall warten, bis der arme Mensch die Hand ausstreckt, dass man ihm die Zakat gibt, sondern man soll dem armen Menschen nicht in Bedrängnis bringen, sondern ihm möglichst bald seine Spende geben und dann kann man für ihn beten, wenn man für ihn beten möchte, aber nicht, weil es irgendwie überliefert wäre. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Nimm von ihrem Besitz ein Almosen. Nimm von ihrem Besitz ein Almosen, mit dem du sie reinmachst und läuterst und bete für sie. Und bete für sie. Und so ist es überliefert über Abdullah ibn Abi Aufa. Er sagte, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم يصدقهم قال اللهم صل عليهم. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn zu ihm Leute kamen, dann hat er und er ihnen Sadaqa gegeben hat, eine Spende gegeben hat, dann sagte er, اللهم صل عليهم, O Allah, mach Salah für sie, und gemeint damit ist, oder mach Salah über sie, und damit ist gemeint, O Allah, segne sie und erbarme dich ihrer. O Allah, segne sie und erbarme dich ihrer. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Insofern, allgemein, kann man ein Dua sprechen, wenn man jemandem eine Spende gegeben hat. Wenn man von einer bestimmten Person weiß, dass sie arm ist und normalerweise immer Zakat annimmt, weil sie Zakat braucht, kann man dieser Person Zakat geben und braucht die Person nicht zu sagen, dass es Zakat ist, um sie nicht in Bedrängnis zu bringen. Denn der arme Mensch schämt sich vielleicht. Und wenn er
allerdings Zakat braucht, oder wenn man meint, er braucht Zakat, aber er gehört normalerweise nicht zu den Personen, die Zakat annehmen, weil es ihnen normalerweise gut geht, aber man meint, dass es ihm Zakat gehört, dann sagt man ihm, dass es sich um Zakat-Geld handelt. Weil es kann ja sein, dass man sich geirrt hat. Und man muss sich schon vergewissern, dass die Person auch wirklich Zakat verdient. Und deswegen ist es nicht schlimm, wenn man im Zweifel fragt, ob die Person auch wirklich Zakat verdient. Dann ist es am besten, dass man Zakat hergibt in dem Land, in dem man sich befindet. Oder besser gesagt, in dem Land, wo das Geld sich befindet, der Person, die Zakat zahlen muss. Und dass man es den armen Menschen in diesem Land gibt, wo sich das Geld befindet. Und man darf es befördern von seinem eigenen Land oder von einem Land zu einem anderen Land, wenn es dafür einen islamischen guten Grund gibt, wie zum Beispiel, dass in einem anderen Land man arme verwandte Menschen hat oder dass es in einem anderen Land Menschen gibt, die noch bedürftiger sind als man selbst. Und der Beleg dafür ist, dass die Sadaqat, das heißt die Zakah, wurde zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam von verschiedenen Ländern zu ihm befördert nach Medina. Und dann hat er es an die armen Menschen von den Muhajirin und den Ansar verteilt. Und das weist darauf hin, dass wenn es einen größeren Nutzen gibt im Befördern des Geldes, dann ist es besser, dass man das Geld befördert von einem Ort zum anderen Ort. Und der Beleg dafür, dass man es am besten dort hergeben soll, wo sich das Vermögen befindet, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Bukhari, Muslim und den Ashab Sunan. Ashab Sunan sind Abu Dawud, Tirmidhi, An-Nasai und Ibn Majah. Er sagte: Tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Das heißt, also die Zakat wird von ihren reichen Menschen genommen und wird ihren Armen gegeben. Und ihren ist gemeint von dem gleichen Volk. Das ist ursprünglich der Fall. Und das weist auch darauf hin, dass die Zakat darin ein gewaltiger Nutzen ist für das Land selbst. Na, und deswegen ist es die Aufgabe des Imams der Muslime, sogenannte Su'ah einzusetzen, die Zakat von den Menschen einsammeln. Besonders die Vierfüßler unter dem Vieh, wie wir erwähnt haben, das Getreide, also die bestimmte Getreidesorten, für die man Zakat zahlen muss. Aufgrund der Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der rechtgeleiteten Khulafa nach ihm, sie haben das auch gemacht. Und denn die Menschen, wenn man die Zakat von ihnen nicht einsammelt, dann viele von ihnen geben die Zakat dann nicht her. Und es gibt manche von ihnen, die sich nicht bewusst sind der Tatsache, dass sie Zakat hergeben müssen. Nicht, weil sie die Pflicht nicht kennen, aber manche Leute, sie wissen nicht, dass sie so viel Vermögen haben, dass sie schon Zakat zahlen müssen. Viele kennen gar nicht die Grenzen. Und wenn man eben solche Leute einsetzt, dann werden solche Probleme vermieden. Und es macht auch auf der anderen Seite noch den Menschen das Leben noch einfacher, wenn jemand zu ihnen kommt und von ihnen die Zakat einsammelt, als wenn man zu den armen Menschen selbst hingehen muss. Ja. Ein weiterer Vorteil davon ist, dass man den Menschen hilft, ihre Pflicht zu erledigen. Und liebe Geschwister, eine weitere Sache in Bezug auf Zakat ist, dass man darf Zakat frühzeitig hergeben. Normalerweise, wenn mein Gold oder Bargeld mein Nisab erreicht hat, das heißt den Mindestbetrag erreicht hat, das heißt, ich war mit meinem Besitz über diesen Mindestbetrag ein vollkommenes Mondjahr lang, dann muss ich ja für mein Vermögen Zakat bezahlen. Erst nach einem vollständigen Mondjahr ist ja Zakat Pflicht. Allerdings darf ich, wenn es einen Nutzen gibt für die Gesellschaft, meinen Zakat vorher geben. Bis zu 2 Jahre im Voraus geben. Viele Leute, Händler, sie wissen ungefähr, wie sie jetzt besitzen, wie viel Geld sie sind, und sie wissen, schätzen ab, wie viel sie auch in 1, 2 Jahren noch haben werden. Okay? Und dann geben sie im Voraus Zakat her. Und das ist auch überliefert worden, denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat von Al-Abbas, radiallahu anhuma, hat er die Zakat eingesammelt von 2 Jahren im Voraus. Und 2 Jahren im Voraus, wie es bei Imam Ahmad rahimahullah und Abu Dawud überliefert ist, und der Hadith ist Hassan. Und deswegen ist es erlaubt, dass man Zakat frühzeitig gibt bei der Mehrheit der Ulama.
Also wenn zum Beispiel arme Menschen dringend Geld brauchen, zahlt man das Geld gleich für 2 Jahre im Voraus oder ein Jahr oder wie man es eben braucht. Und wenn er dann nachher, also im nächsten Jahr, mehr zahlen müsste, als er schon hat, dann zahlt man einfach die Differenz. Und wenn man weniger zahlen müsste, dann war es eben eine Sadaqa, die man hergegeben hat für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Und es ist gleichgültig, ob man die Sadaqa, die man oder Zakat, die man ihm vorausgibt, ob es sich dabei handelt um Geld oder Gold oder Silber oder Tiere oder Ware oder, na, oder landwirtschaftliche Erzeugnisse. Und na, eine weitere Angelegenheit am Ende dieses Kapitels ist Zakatul Fitr, was wir beim letzten Mal erwähnt haben, als Nachtrag, ist Pflicht in Bezug auf den Fastenden und auch in Bezug auf die Person, die nicht fastet, weil sie zum Beispiel krank ist oder auf Reise ist. Also auf Reise müsste sie ja nachholen. Aber in Bezug auf auch eine Person, die zum Beispiel absichtlich nicht fastet. Also Zakatul Fitr ist Pflicht in Bezug auf alle die Personen, die wir erwähnt haben. Und es ist besser, wenn man, wie gesagt, nicht sich sicher ist, ob der arme Mensch wirklich Zakat verdient, dass man ihm sagt, dass es sich hier um Geld handelt, das Zakat ist. Aber es ist keine Voraussetzung. Wenn man überzeugt ist davon, dass eine Person Zakat verdient, darf man es ihr geben, muss man es ihr nicht sagen. Man darf nicht den Wert der Nahrung hergeben bei Zakatul Fitr. Das haben wir ausdrücklich erwähnt bei Zakatul Fitr. Das ist noch zur Erinnerung. Sondern man gibt es in Form von Essen her, wie es zur Zeit des Propheten sallam, gemacht worden war. Und damals gab es auch Geld, trotzdem haben die Leute sich mit Geld gemacht. Eine Ansicht bei Madhab al-Hanafi ist, dass man eben Zakatul Fitr auch als Kleidung oder Ware, Entschuldigung, dass man Zakatul Fitr auch als den Wert hergeben darf. Auch als den Wert hergeben darf. Und sie stützen sich darauf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah Segen halt auf ihm, zum Beispiel einmal statt Geld auch Kleidung genommen hat. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es austauschbar ist. Ja? Aber die Mehrheit der Ulama hat diese Ansicht widersprochen. Warum? Weil es sich dabei nicht um Zakat gehandelt hat, sondern weil es sich dabei um Jizya gehandelt hat. Es hat sich dabei um Jizya gehandelt, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam von den Nichtmuslimen aus Jemen eingesammelt hat. Und na. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.